Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist kurz. Sie haben das Haiweibchen und seine vielen Verbrechen bereits vergessen. Und so endet die Kopfgeldjagd. Aber nur kurz, denn hier hole ich mir einen leckeren Jäger. Au. Das ist hier die Dixie-Mafia. Wow. Jetzt haben wir aber auch noch Spaß. Aua, boah. Das lasse ich dir nicht durchgehen. Du bist der Letzte, gell? Ich hab dich erwischt. Du hast mich erwischt. Red McCord. Kenne ich nicht von Adam. Wenn er andere Fischer tötet, geht das doch nur die und ihn an, oder? Ich soll jetzt die Grotte besuchen. Heißt das vielleicht, wir können wieder ein bisschen älter werden? Wir können wieder ein bisschen wachsen? Ja, das wäre schön. Jetzt muss ich nur einen Weg zur Grotte finden. Wo es vielleicht gar nicht so leicht ist. Bitte schon groß. Ich sehe irgendwo in weiter Ferne einen Albino-Zackmarsch. Und ein kleiner Barracuda. Er kann mit der nerven. Oh, er schon. Jetzt reicht's aber. So, wie geht denn der Weg zur Grotte? Nach links. Ich möchte die Mission noch nicht weitermachen. Geradeaus. Bisschen linkslastig. Ha, endlich. Jetzt bin ich gespannt, wie es mit uns weitergeht. Ich friss mich derweil einmal so durchs Wasser durch. Ja, schaut gut aus. Da diesen Weg weiter. Da haben wir natürlich wieder mal einen Barracuda. So, Freundchen. Glaubst denn du, was du bist? Kleines Fischlein bist du. Ich glaube, da nach vorne sollte ich, oder? Ja, das sollte schon irgendwo... Ah, da ist die Grotte. Jetzt bin ich gespannt. Der Hai ist jetzt erwachsen und sollte wahrscheinlich weniger ausgeben, mehr sparen und sich langsam zu Anlagefonds belesen. Ja, natürlich. Oh ja, 2,6 Meter nur. Schade eigentlich. Ich hätte eigentlich schon gehofft, dass wir da ein bisschen... Das können wir eigentlich verbessern. Verbessern wir es einmal die Zähne. Das wären die bioelektrischen Zähne. Verleihen dir Blitzzähne, wodurch du bei jedem deiner Bisse eine elektrische Ladung freisetzt. Du entfesselst einen elektrischen Stoß, verursachst 2 Schaden und setzt einen Betäubungszähler auf alles im Umkreis von 2 Metern. Ein Ziel ist betäubt, wenn es 10 Betäubungszähler angesammelt hat. Ein Betäubungszähler wird alle 3 Sekunden entfernt. Habe ich erst voll verstanden. Nein, ich bleibe bei den Knochenzähnen. Wir haben mehr Bissschaden schon. So, ist so da, kann ich das noch einmal verbessern. Ja. Oh, jetzt ist es aufs Höchste verbessert. Jetzt geht nichts mehr. Was haben wir denn da? Herzlich! Diese Evolution erhöht deine Gesundheit und deinen Widerstand gegen Nahkampfangriffe von Bootbesatzungsmitgliedern, die dich vom Boot abschütteln wollen. 150 Gesundheit? Widerstand
gegen Rückstoß durch Bootsbesatzung. Es ist cool, das brauchen wir auf jeden Fall und das müssen wir auch leveln. Das heißt, wir sind jetzt ausgewachsen. Ist das der zweite Park, oder? Die haben aufgelacht, die Säcke. Jetzt sind wir schon ein ausgewachsener Hai. Da unten hat man noch eine kleine Mission. Die werden wir sich einmal. Ein Level 13 Alligator. Alligator. Okay, der mit denen ist nicht Spaß. Auch wenn ich ausgewachsen bin, aber Alligator kann man immer noch sehr viel Schaden machen. Aber ich habe noch keinen Kampf verloren und ich habe es auch nicht vor. Okay, der Schwanzschlag bringt mir aber nicht viel. Au! Au, 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 jetzt wird's aber eng. Hey, hey, hey. Jetzt hab ich dich. So. Mutti, ich leuchte im Dunkeln. Moment. Das war da kaum zu hart. So, wo bist du denn? Ah, nach unten, nach hinten. Oh, ja. Eine Schildkröte zwischendurch von Level 1. Die wirkt schon. Wohin? Ah, da hinten sehen Sie die leckeren Menschen. Wölfe stehen in der Nahrungskette ganz unten. Wenn Haie sie verschlingen, fressen sie damit eine ganze Reihe von abstoßenden und unaussprechlichen Dingen. Ja, drei? Wir haben drei? Cool. Da kann man jetzt schneller Menschen fressen, ne? Ist das ins Wasser? Ah. Der Frühling 1973 war eine magische Zeit in Port Clovis, als der örtliche Favorit Trash Talk den 20. Platz im Derby und die ganze Stadt den 1. Platz im Gelegenheitsdiebstahl belegte. Und es war notwendig. Das Schatten-Evolution-Set fügt Geschwindigkeit und Giftangriffe hinzu, die gegen Tiere und Menschen am effektivsten sind. Schließe Landmarkenaufgaben ab, um alle Teile des Sets zu sammeln. Oh, die schaut aber böse aus, dieses. Weitere Haifischjagd beginnt. Oh shit, die greifen schon wieder an. Na, 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 zuerst hole ich mir noch die Menschen. Aber in Port Clovis haben sie ein Denkmal aufgestellt. Das muss wohl in irgendwas der Beste sein. Boah.
So, jetzt sind wir ein bisschen vom Land entfernt. Jetzt hole ich mir auch wieder mal ein paar Jäger. Hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Was ist hier, hä? Ja, das sind schon ein bisschen anstrengender wie vorher, aber wir sind doch schon besser, größer, gefährlicher. Ups, das war knapp. Hol uns da ein paar Jäger. Wie kommen Sie darauf, dass ich mich bloß jagen lasse, hä? Level 11. Boah, ist das aber voran, ey. Ja, Freunde. So schnell geht's. Ihr seid doch keine Gegner für mich. Genau. Einfach mal näher kommen. Gibt immer was zu sehen. Au. So, da haben wir wieder einen kleinen Jäger zum Frühstück. Oh oh, etwas nähert sich schon wieder. Bam! Damit so. Beginnt eine weitere Auslöschungskampagne ohne Rücksicht auf Verluste. Nachdem wir kurz vor Niederpracht Level 3 stehen. Würde ich mal so sagen, hey. Was sonst geht noch? Wow, 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 wow. Sonst geht's aber wirklich nicht, ne? Hey. Wow. Das ist auf jeden Fall mit verdammt viel Geschwindigkeit einhergehen. Wer ist denn da Punkt gebaut? Ein Pookie Paul. Der wilde Krabbenfischer, Pookie Paul. He's in front of us. Hello, Pookie Paul. Oh, ja, 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 ja. Wo ist der Pookie? Das kann schon sein, dass... Oh, wow. Ah, der haben diesen Führer los. So, den habe ich mal runtergefahren. Wow, 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 wow. Hat er den gerade weggeschossen? Wow. Wenn man auf jeden Fall mal einen Jäger geschnappt wieder. Ich sollte mehr Jäger fressen. Den da zum Beispiel, der eh schon tot unter dem Wasser ist. Ich machte den Rückenschwimmer. Jetzt wird's interessant. Ah, da schwimmt ein Tor. So geht das aber nicht, Freunde. Wo ist denn der Jäger hin? Oh. Ja, wo ist denn der Pookie? Ah, da hinten. Wie viele Jäger wurden es nach einem Ei verblasen? Anscheinend wäre er. So.
Ich hab meinen Flugkörper geschnappt. Das drei Weibchen greift hartnäckig an. Der Konflikt eskaliert. Ich so, glaube, es sollte ich mal abhauen. Wo kann ich denn da am besten abhauen? Hier nicht. Ah, hier. Hier. Hup. Findet mich nicht, er findet mich nicht. Oh doch, sie finden mich. Oh, und tschüss. Eieiei. Ich glaube, erst habe ich genug Jäger mal gefressen. Ihr findet mich jetzt nicht mehr. Ich tue es dann nur mehr. Ich frisse es dann nur mehr so kleine Wälse. Ich bin ein lieber Hai geworden. Ich fresse nur mehr Wälse, Schildkröten, Alligatoren, Mafioso. Der Kampf ist vorbei, jetzt dann. Aber der Krieg geht weiter. Ein Tor? Hier komme ich, glaube ich, nicht weiter. Sonst würde ich wahrscheinlich in ein Gebiet weitergehen, das was zu weit für mich wäre. Okay, was ist da? Wieder Vater, Sohn, nicht der Sohn. Eine kleine Zwischensequenz. Okay, mal sehen, was Neues bei Pete und der großen LeBlanc-Familie gibt. Die nach, was Pete macht. Was ich noch schauen wollte. Oh ja, das haben wir alles geschafft. Na ja, gut, Story hätten wir jetzt dann schon so 36% durch. Geht voran, geht voran. Oh, den haben wir eigentlich, ohne dass wir was gelesen haben. Nachdem Boogie Paul bei der Küstenwache wegen Alkoholkonsums und Ungehorsam aufgrund einer Explosion beim Schwarzbrennen rausgeflogen ist, versucht er jetzt, dies mit Gewalt gegen Hai wieder gut zu machen. Dieser Hai wird sterben, denn ich werde ihn töten. Er ist jetzt in meinem Magen. Hihihihi. Wer ist der Nächste? Candyman Curtis. Der Candyman, der sich nicht von einer schlechten Rainbow-Saison unterkriegen lassen will, macht sich sein Können als Steuermann woanders zunutze. In seiner verzweifelten Suche nach Aufmerksamkeit sieht er Shark Hunters vs. Man-Eaters seine letzte Chance, im Rampenlicht zu stehen. Ich brauche nur einen Hai vor der Kamera zu töten und bin wieder ganz oben. Ja, da hast du dir aber den falschen Hai ausgesucht. Ich will es nur so nebenbei erwähnen. Ich habe 4 Jäger. Chefs. Ich glaube, so kann man es sagen. 4 Jägerchefs getötet. Oh, nein, 3. 3. Du bist dann Nummer 4. Ich glaube nicht, dass du dich mit mir anlegen kannst. Ich bin ein großes Bullenweibchen namens... Ich bin mir noch kein Namen. Ich muss mir mal einen Namen überlegen. So, hier kommt was. Halte ich mich mal weg. Wenn es eine Zwischensequenz ist... Zurück an Bord der Cajun Queen. Das ist Kyle, mein Sohn. Er ist nur den Sommer hier. Studiert Meeresbiologie. Ich kann mit einer Hand Haken anbinden. Er kann sich mit 2 kaum die Schuhe binden. Muss er von seiner Mama haben. Ja. Ich habe meinem Vater das ganze Jahr geholfen. Haben viel Zeit zusammen verbracht. Aber wir standen uns nicht nahe. Er war Haifischjäger. Sonst nichts. Wenn jemand den Megahai erwischt hätte, wäre er es. Ich dachte, es wäre ein entflohenes Experiment der Regierung. Junge, er wollte diesen Hai. Unbedingt. Hat ihn mal gefunden, aber... nicht gefangen. Was
ist mit deinem Vater passiert? Was passiert? Hört mal. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit für Fragen. Ich habe zu tun. Genau wie Kyle LeBlanc ist unser junger Bullenhai der Erbe einer langen Familientradition und versucht, seinen Platz in der Welt zu finden. Ja. Und den werden wir schon finden. Auf jeden Fall, er ist trotzdem dran. Wir gehen ins nächste Gebiet. Na dann bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Mal schauen, wie kommen wir denn überhaupt ins... so nicht. Ich muss da nach oben. Komm schon. Schneller. Am. Hä? Am. John. Aber denk, du bist zu schnell. Hey. Bist du wirklich? Der Nächste, was rausspringt. Ich kann nicht genug davon kriegen. Ich wollte eigentlich den da. Ruhe! Wer nicht zum Waschlappen! Hallo Mensch, bist du jetzt tot? Komm. Ist egal, können wir trotzdem fressen. Hallo Menschen! Nein, ich muss aufhören, sonst verbrennt ihn die ganze Zeit wieder damit, nur Menschen zu quälen. Was sagt das über mich wohl aus? Ich will es nicht so genau wissen. Ja. Was? Aha, da. Hoppala. Wir sind im nächsten Gebiet, in Golden Shores. Golden Shores wurde als Feriendomizil für Wohlhabende gebaut. Mit spektakulärem Meerblick, privatem Strandzugang und einem Tor, um die Einheimischen fernzuhalten. Was? Die Einheimischen? Den Schlappen machen. Den haben wir mal schlappen müssen. Der ist da oben. Ey. Wieder Barakudas. Okay. Ich suche die Grotte von Golden Shores. Welche haben spezielle Geschmacksknospen auf ihrem Körper verteilt. Daher wissen sie, dass du derjenige bist, der ins Wasser gepinkelt hat. Ich weiß nicht, ich liebe diese Ansagen von den Kommentatoren. Ich finde die extrem cool. Wie viel Absperrband das da unter Wasser ist. Jetzt passieren hier unheimlich viel Morde oder. Oh, was ist denn das? Was ist das? Marco? Was ist ein Marco? Schaut aus wie ein großer Thunfisch. Ups. Was ist denn das? Auf jeden Fall bist du mein Frühstück. Ich hab keine Ahnung, was das jetzt dann für ein Viech war. Okay. Ah, habe ich richtig gehört.
Königsmakrelle, riesen zufällig. Sie erfordern große Mengen von Mutagenen als Katalysator. Was hat da jetzt denn so geruckelt? Oh Mann, hier gibt's aber einiges zu entdecken. Jeder, der einmal in die Mageninhalte eines Hais eingetaucht ist, weiß, dass sie so gut wie alles fressen. Jo, das stimmt allerdings, was man so in die Berichte sieht. Selbst für einen Hai ist Zeit für sich allein wichtig, um nüchterne Selbstreflexion zu betreiben. Sind schon auf Level 12, jetzt geht's aber wirklich dahin. Wir haben erst vor kurzem mit Level 1 angefangen als kleiner Baby-Hai. Und jetzt schauen sie an. Sind ein gefährlicher Bullenhai. Hier, ein Ball. Ich will Ball spielen. Okay, na, der ist verankert. Schade. Da wollen wir einmal Ball spielen und was ist? Alter Schwede, was geht denn da an, bitte? Okay. Sag bloß, ich kann in die Golflöcher. Das sind Golflöcher, oder? Ah, ist noch ein Nummerndapperl. Jawohl. Haben wir. Ich glaube, das wird das gemütlichste Gebiet. Aber ja, so, was ist denn da vorne? Ist noch. Und für Fragezeichen. Ich weiß gar nicht, wo soll ich denn zuerst hinschwimmen? Da ist wieder eine Nummerntafel. Okay. Boah. Endlich wieder eine Landmarke. Die finde ich extrem cool. Wer nach Einnahme dieses Medikaments einen Priapismus hat, sollte trotzdem davon absehen, bei sich selbst einen Aderlass vorzunehmen. Liebe Dinge. Die Meldungen sind extremst. Hey, zack, Arsch. Hey, Königsmakrele. So, bin ich wieder beim Tor. Jedes Tor hat einen Schalter. Versuche ihn mit etwas zu treffen. Ja, mit was? Die Natur setzt ihre Arbeit fort, hier und in der ganzen wilden Welt ausgewogene Ökosysteme zu schaffen. Nein. Habe ich nicht geschafft. Bin ich aber nur von der anderen Seite, oder? Da werde ich wahrscheinlich von der anderen Seite dran müssen. Da gibt es mehrere von den Tore. Ich könnte das mit einem Menschen versuchen, oder? Nee. Ich glaube, das ist von der anderen Seite. So, was haben wir denn da Feines noch? Da haben wir noch einige Sachen, die wir noch nicht entdeckt haben. Boah. Gibt schon viel. Ich muss mir den immer holen. Es tut mir wirklich leid, aber der, was da so vorn steht, wie auf der Titanic da oder auf der Caprio. Kann der Bullenhai ernsthaften Verletzungen entkommen. Seit dem Moment seiner Geburt sind die kalten, ausdruckslosen Augen des Haiweibchens ständig auf der Suche nach Nahrung. Also die, was so stängern wie der Leonardo DiCaprio auf der Titanic, die Kern gefressen. Ganz einfach. Das kann ja nicht
kann einfach nicht anders. Das geht einfach nicht. Okay, wieder ein Speicher. Ein Hai lässt sich niemals eine fette Fiesta entgehen.